Jede Straftat ist eine Straftat zu viel. Dennoch ist die vorgelegte Kriminalitätsstatistik in zweierlei Hinsicht erfreulich. Sie ist zunächst einmal erfreulich, weil sie zeigt, die Zahl der Straftaten steigt in Deutschland insgesamt nicht an. Sie ist aber auch deshalb erfreulich, weil sie zeigt, wir haben die höchste Aufklärungsquote seit 5 Jahren. Das hat auch viel mit vernünftigen politischen Weichenstellungen gerade hier im Bund zu tun. Und daran wollen wir auch in Zukunft anknüpfen. Wir hatten jahrelang einen Anstieg der Zahl der Wohnungseinbrüche. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Rückgang in einer Größenordnung von 10%. Das hat auch etwas zu tun mit politischen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Bessere Schutzmöglichkeiten mit staatlicher finanzieller Unterstützung an den Häusern und Wohnungen, bessere Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern, intelligente Softwaresysteme, die etabliert wurden. Und wir haben als Union nach langem Widerstand der SPD durchgesetzt, dass der Wohnungseinbruch künftig als Verbrechen mit Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr bestraft wird. Es ist gut, dass die SPD, wenn auch zu spät, hier noch zur Einsicht gekommen ist. Im Bereich Gewaltkriminalität haben wir durchaus Anlass zur Sorge, im Bereich der schweren Körperverletzung, im Bereich der gefährlichen Körperverletzung. Deshalb sind für uns hier klare politische Signale so wichtig. Deshalb haben wir die Überlegungen des Bundesjustizministers abgelehnt, das Recht von Mord und Totschlag zu reformieren. Wir wollen hier keine Straferleichterungen umsetzen. Und genauso wichtig war es für uns, den strafrechtlichen Schutz von Polizisten bei gewalttätigen Angriffen zu verbessern. Wir haben hier in dieser Legislaturperiode eine wichtige Weichenstellung vornehmen können. All die Punkte, die wir eben besprochen haben, zeigen, wie wichtig der Einsatz für die innere Sicherheit ist. Aus diesem Grund werden wir in dieser Woche einen Tag der inneren Sicherheit hier in Berlin bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion durchführen. Die Bundeskanzlerin wird teilnehmen, Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird teilnehmen, der Präsident des Verfassungsschutzes wird teilnehmen, der Generalbundesanwalt wird teilnehmen. Im Grunde nahezu alles, was in Deutschland im Bereich der Innenpolitik Rang und Namen hat, im Bereich der Gefahrenabwehr Rang und Namen hat, wird da sein. Das ist, glaube ich, für uns wichtig, auch mit Blick auf künftige Gefahren wie etwa Cyberangriffe.